Für uns geht es heute in den Moviepark. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video aus dem Moviepark. Ihr habt ja schon die Horror Nights gesehen vor einigen Tagen auf meinem Kanal. Die finden aber gerade noch abends statt. Ich habe die Horror Nights zuerst hochgeladen und werde dann erst das Video über den Tag hier hochladen. Ich war sehr, sehr lange nicht mehr im Moviepark. Ist schon sehr, sehr, also so ein paar Jährchen schon her. Wir haben den Speedy Pass, damit wir uns nicht mal so lange anstellen müssen. Und ja, ab 18 Uhr gehen ja die Horror Nights los. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch die gerne bei dem i. Und ich bin sehr gespannt. Einige Attraktionen kenne ich noch nicht und ich freue mich auf einen schönen sonnigen Tag mit Brina und Daniel. Also Disney-Snacks gibt es hier im Moviepark auch, mit den Prinzessinnen und Cars. Super. Ja, wir mussten uns erstmal stärken nach der Ankunft und wir waren jetzt hier bei Subway. Ich habe ein Menü geholt mit dem Beef Guacamole Wrap, Cola und Macadamia Cookie für 11,20 €. Also, ich mag Subway, aber die Wartezeit hier ist ein Graus. Die Organisation ist sehr, sehr schlecht. Aber Subway, also ich finde Subway immer sehr, sehr lecker. Wir fahren jetzt eine Runde Star Trek. Ja, wir sind gerade Star Trek gefahren. Wir fahren jetzt eine Runde Star Trek. Schnitt. Wir sind jetzt Star Trek gefahren und wir stehen an derselben Stelle. Du hast jetzt, komm, jetzt geh wenigstens zwei Schritte rüber. Ich habe mich gedreht. Ich habe das eben so... Um nochmal kurz zu erklären, ich habe eben vergessen zu sagen, dass wir jetzt Star Trek fahren. Deswegen habe ich es nach der Fahrt noch aufgenommen. Und Daniel verarscht mich mal wieder damit. Also das Theming vor der Bahn ist wirklich Star Trek-mäßig. Die Bahn selbst ist eine sehr, sehr schöne, angenehme Achterbahn. Könnte ein bisschen schneller sein, aber hat sehr viele Schrauben, Loopings. Und mit dem Speedy Pass kann man super, also sind wir einfach durchgelaufen. Was wollte ich noch sagen? Genau, und der Speedy Pass, also man darf die Attraktion nur einmal nutzen mit dem Speedy Pass, außer die Attraktion ist kaputt oder wird renoviert oder so, dann darf man sich schon mal eine andere aussuchen. So, es geht los mit unserem Tag, die Masken über Mund und Nase lassen. Viel Spaß! Ja, nach einer Runde Bandit ist man auch wach, also ist überhaupt nicht meins. Wahrscheinlich habe ich morgen auch noch blaue Flecke. Oh, es war sehr anstrengend mit dieser Bahn zu fahren. Man muss sich irgendwie in Position halten, dass nicht irgendwie der Rücken gleich bricht. Das ist so meine Meinung. Brina hat noch ihren Haarreifen angehabt. Haarreif, Maske so. Ja, die Maske ist auch mal runtergerutscht, war richtig Wimpern schwierig. Wimpern nicht richtig fest. Also die fahren wir nicht nochmal, unsere Meinung. Thank you.
habe meinen Bereich gefunden. Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Halloween for Kids. Hier bleibe ich, hier könnt ihr mich abholen. Leider aber nur ausschließlich für Kinder bis 11 Jahren. Ja, was dazu gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Die beiden hängen da wie so nasse Mehlsäcke drin. Mal gucken, was das jetzt wird. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen im Disneyland, und zwar Charaktere treffen. Hier seht ihr mal die Uhrzeiten. Paw Patrol wechselt mit SpongeBob und Patrick. Wir haben gerade Glück. Ich wollte unbedingt SpongeBob treffen. Tja, Simone und Brina können sich natürlich nicht nehmen lassen, auch wenn wir jetzt heute mal nicht im Disneyland sind, SpongeBob zu treffen. Verschiedene Meet and Greets könnt ihr machen. Ihr könnt hier entweder Paw Patrol im Nickland oder SpongeBob und Patrick treffen, was jetzt gerade hier in dem Moment passiert. Fotos müssen natürlich auch sein. Patrol-Fans kommen hier auf ihren Geschmack. Ich muss sagen, ich habe mit denen noch nichts am Hut. Ich habe auch keine kleinen Kinder in der Familie. Aber ich glaube, die kleinen Kinder hier sind schon begeistert von Paw Patrol. Wir sind jetzt gerade eine Runde Rafting gefahren, und zwar Excalibur hier im Park, und ich muss sagen, es hat wirklich Spaß gemacht. Man wurde ein bisschen nass, es geht, hat halt Rafting an sich, aber die Thematisierung finde ich ganz toll, das Licht war schön, eine gute Story, also Daumen hoch für die Attraktion. Tja, nach einer Runde mit Excalibur wollen es sich Simone und Brina nicht nehmen lassen und hier die Hunde von Paw Patrol besuchen. Ihr könnt sehen, gerade eben war noch SpongeBob da, jetzt sind es die beiden Hunde, deren Name ich nicht kenne, und das sind wohl die beiden Meet and Greets, die ihr hier machen könnt, habe ich ja eben schon gesagt, SpongeBob und Paw Patrol. Tour. Und ich freue mich, denn die Attraktion ist relativ neu und man hat bisher nur Gutes gehört.
Also die Moviepark Studios Tour war wirklich eine ganz, ganz tolle Themenfahrt. Habe ich gern gemacht. Bisschen rasant, bisschen Story. Also ganz klare Empfehlung mit dem Speedy Pass. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, wir haben jetzt 17 Uhr und so langsam geht auch die Sonne unter. Ja, aber mein Herz fängt langsam an, schwerer zu werden. Mein Herz geht schon unter. Ja, demnächst werden die Monster freigelassen und dann geht es weiter mit dem nächsten Vlog, der ja schon hochgeladen ist. Also wenn euch das interessiert, schaut gerne mal bei dem Video vorbei. Keine Garantie, FSK 16 oder sogar 18. Also am besten nicht mit Kindern schauen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen jetzt noch mal in den Halloween-Shop rein und schauen, was es hier so alles gibt. Eigentlich wollte ich ja gar kein Merchandise kaufen, aber ich muss sagen, bei Ohren kann ich ja nicht Nein sagen. Und die leuchten sogar. Ja, und wir sind sehr froh darüber, dass wir den Speedy Pass gekauft haben. Dadurch ging es super schnell, wir konnten sehr, sehr viele Attraktionen abarbeiten. Denn ja, heute war es sehr, sehr voll. Also wenn ihr den Park nicht so oft besucht, würde ich euch empfehlen, den Speedy Pass zu kaufen. Der kostet, glaube ich, 30 Euro, Daniel, ist das richtig? 39 Euro. Was kostet der Speedy Pass? 39 Euro. 39 Euro. Ja, es aber gibt verschiedene Speedy-Pässe. Ne? Also ich habe so einen Single Rider also für eine Attraktion gekauft und ihr hattet den Gold, wo ihr die Hauptattraktion einmal mitfahren könnt. Der hat 39 Euro gekostet. Ja, also war wirklich schön. Wir hatten super Glück mit dem Wetter. Der Park, muss ich sagen, ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Also die Attraktionen sind ganz nett, aber der Besuch reicht erstmal für die nächste Zeit. Aber ich habe gerade gesagt, in keinem anderen Park haben wir so viele von euch getroffen wie ihr. Das stimmt, also wir wurden sehr, sehr oft angesprochen. Also danke, wenn ihr das Video seht, danke dafür, dass ihr uns angesprochen habt. Könnt ihr natürlich immer gerne machen in den Parks, wenn ihr uns seht. Wir sind immer für ein Gespräch offen. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich mich wahrscheinlich zu Tode... Vielleicht ist es das letzte Video. Vielleicht ist es auch das letzte Video. Ab morgen übernehme ich. Also wenn ihr sehen wollt, wie ich mich zu Tode erschrecke und Angst habe, dann schaut mein Video an. Schaut sein Video an, Disney Parks and More. Und mein Video, was bereits online ist, seit Dienstag. Ich habe panische Angst. Aber damit verabschiede ich mich euch hier von dem Tagesvlog. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielleicht aus dem Holiday Park, wenn ich es gleich überleben sollte. Nächste Woche Samstag.